gehört alles zur Prana-Heilung mit dazu. Natürlich haben wir die Grundtechniken, das Scannen, dass man sozusagen rausfindet, in welchem Zustand befindet sich das betroffene Organ. Ist es eher gestaut? Ist da zu viel Energie, zu wenig Energie? Dann haben wir die Reinigungstechnik, um die verbrauchte Energie abzutransportieren, damit der Körper loslegen kann und sich selbst heilen kann. Im nächsten Schritt dann das Energetisieren. Dort gibt man dann frische Energie dazu, damit der Selbstheilungsprozess nochmal beschleunigt wird. Am Schluss wird die Energie stabilisiert, damit sie sich nicht überall verteilt, sondern genau dort arbeitet, wo das Problem ist. Ganz am Schluss ist es dann so, dann trennt man sich energetisch ab von seinem Klienten und verhindert, dass die Energie wieder zurückkommt und am Schluss wirklich wieder zwei getrennte Systeme da sind. Zusätzlich zu den ganzen Grundtechniken der Prana-Heilung gibt es noch viele, viele andere Dinge, die in der Prana-Heilung unterrichtet werden. Zum Beispiel spirituelle Aspekte des Menschen. Der Mensch ist nicht nur ein körperliches Wesen, wir haben auch eine Seele und einen Geist und das muss man auch mit beachten. Deswegen gibt es schöne Meditationen, zum Beispiel die Meditation über zwei Herzen oder Friedensmeditation, die ihren Ursprung im Buddhismus hat. Dann haben wir Selbstheilungstechniken. Na klar, viele Menschen kommen zur Prana-Heilung, weil sie selbst ein Problem haben, weil sie sich selbst behandeln wollen. Und deswegen wird auf die Selbstheilung schon im Grundkurs sehr, sehr viel Wert gelegt. Hinzu kommen einfache Techniken, um sein eigenes Energiefeld zu stärken, aufzubauen, damit es ein bisschen größer und stärker wird. Und je stärker und größer das eigene Energiefeld ist, desto weniger anfälliger ist man für Erkrankungen und desto besser ist man auch geschützt vor Einflüssen jeglicher Art von außen. Viele Erkrankungen haben ihre Ursache im seelisch-geistigen Bereich und deswegen ist die Charakterbildung auch in die Prana-Heilung sehr integriert, um zu verstehen, wo es auf höherer Ebene klemmt und was man vielleicht in seinem eigenen Leben ändern sollte oder könnte, damit man gesund wird. Um zu verstehen, wie der physische Körper funktioniert, erlernt jeder Schulmediziner in seinem Studium sehr viel Wissen über Anatomie. Wir als Prana-Anwender müssen natürlich wissen, wie der Mensch energetisch funktioniert. Deswegen ist die energetische Anatomie des Menschen natürlich schon im Grundkurs sehr, sehr ein großes Thema. Wenn Sie Yoga machen, wissen Sie vielleicht, dass der Mensch Chakren hat. Vielen Menschen sind 7 Chakren bekannt. Wir in der Prana-Heilung arbeiten mit 11 Hauptchakren und vielen Nebenchakren. Sie sehen, das ist ein sehr, sehr komplexes System, wo man sehr, sehr tief einsteigen kann. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn man genau weiß, es ist der obere rechte Leberlappen, der betroffen ist, dann weiß man genau, welches Chakra oder Nebenchakra man zu behandeln hat. Als wenn man nur ein 7-Chakren-System hat, dann ist alles sehr allgemein. Prana-Heilung geht da sehr, sehr tief ins Detail und kann dadurch eben auch sehr genau einzelne Organe ansprechen und sehr genau behandeln, dort, wo genau das Problem ist.